Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sitzen jetzt hier in einem wohlbeleuchteten Traktor. Überlege mal noch, aus welcher, doch aus der Richtung ist das auch ein schönes Bild. Denke mal, das nehmen wir mit. Und dann werden wir uns in den anderen kleineren Traktor setzen, der deutlich schneller ist. Und dann ist jetzt Dezember. Ich habe vorgespult einen Monat, habe auch kein Gras mehr gemacht oder ähnliches. Und jetzt werden wir hier im Dezember quasi die große Verkaufsoptionen anlegen und viele, viele, viele Sachen verkaufen. Wir können ganz kurz mal gucken. Bei den meisten Produkten sollten wir jetzt im Dezember den Höchstpreis erreichen. Hier natürlich auch mit 1300. Theoretisch, und es wird sogar bei Goldcrest Valley werden sogar 1500 angeboten. Beim Farmer Market sind wir bei 1300. Bei Feeding Grain sind wir auch bei 1300 ungefähr. Das ist schon mal sehr gut. Bei den Sonnenblumen, ja, da haben wir nicht den Höchststand, da ist im Februar der Höchststand, da sind wir momentan im Niedrigstand mit 800, gut. Sojabohnen, ja, da Juni, okay. Mais ist auch Juni, ja, da so wie ist das gar nicht. Aber wir glaube ich, die Wolle und der Stroh wäre im Januar der Höchstpreis, okay. Das war auch immer im Dezember, aber ich denke immer, das müssen wir jetzt verkaufen. Die Wolle hat im April. Komme ich denn darauf, dass ich jetzt im Dezember so viel Geld machen würde? Ja, wirklich nur der Raps, den ich verkaufen kann? Und ich glaube, das Brot, ne? Mein Brot. Brot, 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 Brot. Na, eigentlich auch im Januar mit 3100. Okay. Also haben wir gar nicht so viel zu verkaufen in der Folge. Gut, also Stroh ist auf jeden Fall nicht dabei. Das ist ja dann wirklich nur der Raps. Ist nur der Raps. Das ist jetzt nicht so viel. Na gut, dann ist es nur der Raps. Aber dann nehmen wir auch den ganzen Raps mit und verkaufen den. Wir haben auch bloß 89 Taler auf unserem Konto aktuell. Das liegt so ein bisschen daran, dass, naja, sagen wir mal, ich ganz gut den Kredit zu und ich das erste Mal seit langem wieder Produktionskosten bezahlt habe und sie nicht bekommen habe. Das muss man auch dazu sagen. Das war das erste Mal seit langem wieder der Fall. Muss man ja auch erwähnen, wenn das so ist. Ne? Ist ja auch schade. Ich vermute ja immer noch einen Bug hinter dem ganzen System, aber gut. So, dann R gedrückt. Nicht den Weizen, sondern den Raps. Und dann nehmen wir bitte alles mit. Ich hoffe oder ich glaube, ich kriege alles auf den Anhänger drauf mit einer Fahrt. Sieht gut aus. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir durchaus auch. Ja, wer hat denn jetzt den besten Preis für unseren schönen Raps gehabt? War Goldcrest Valley, ne? Dezember 1300. Und das war Goldcrest Valley. Das heißt, da müssten wir auch den Zug holen. Das sind 200 pro Tonne. Wir haben 15 Tonnen. Das sind 3000. Das sind 3000 Dollar. Ich denke, das ist okay, wenn wir das denn mit dem Zug machen und den Zug das rausfahren lassen. Dann müssen wir den Zug dann halt rechtzeitig mieten und ähnliches. Ich weiß immer nicht, zu welcher Zeit er kommt, ob er wirklich immer zu einer bestimmten Zeit kommt oder nicht. Ist mir nicht mehr so bewusst. Aber da werden wir das jetzt hier drüben einlagern gleich. Ist ja nicht weit weg von uns. Und den Raps halt dann einen guten Preis hoffentlich verkaufen. Beziehungsweise gutes Geld damit verdienen. So, dann müssen wir nämlich hier einmal hin, da wo es blau leuchtet, reinfahren. Kann den Raps hier abgeben. Noch was Platz? Ja, nee, das lang, oder? Na, ein bisschen komische Bilder gibt es, glaube ich. Sieht aber aus, als wenn es langt hier vom Platz her. So. Damit haben wir den Raps abgegeben.
So, jetzt müssen wir hier mal an den Bahnhof gehen. Nochmal aus die Hütte. So, müssen wir hier mal. Guck mal. Anseite. Da unten ist die Verladestation. Also hier verladen wir das dann gleich. Und da ganz hinten scheint die Mietoption zu sein. Ah ja, der Mond steht immer noch hoch am Himmel. Das ist ja wirklich sehr weit weg hier. So. Ach, guck. Großes rotes X ist hier. Alles klar. So. Und wenn wir jetzt hier F1 drücken, dann steht hier Zug für 1000 Euro pro Stunde mieten. So. Ich will ja jetzt noch nicht anfangen zu mieten. Ich will ja erst anfangen zu mieten, wenn er hier wirklich am Horizont erscheint. Deswegen warten wir dann mal ganz kurz. Und ich weiß nicht, ob der schneller kommt, wenn man die Zeit vorspult. Aber wir gucken einfach mal. Wir können ja mal ein bisschen an der Zeit drehen. Auf die Map unten nochmal ein bisschen achten. Irgendwann müsste da hinten nämlich ein Zug spawnen. Und der müsste dann zu uns kommen wollen. Aber ich glaube nicht, dass der durch schnelleres Vorspulen schneller kommt. Aber dann haben wir jetzt ein helles Licht. Dann haben wir jetzt ein Tageslicht. Ist nicht mehr ganz so duster hier die ganze Karte. Große rote X da. Das sieht auch wirklich verschärft aus. Aber wenn ein bisschen heller wird. Ich weiß auch nicht, ob es schneit diesmal. Ob wir ein bisschen mehr Schnee sehen als bei der letzten Episode. Oder bei den letzten Episoden, die wir schon mal im Winter haben. Wir haben ja erst den zweiten Winter. Also den zweiten kompletten Winter. Wir sind ja noch gar nicht so lange hier auf dem Hof. Es ist unser zweites Jahr. Mag man gar nicht glauben bei so vielen Folgen, aber es ist wirklich so. Das sieht nicht aus, als wenn er schneller kommt beim Spulen. Aber es wird lichtig. Wird heller. Und somit schöner und auch schöner für euch und angenehmer. Zack, jetzt hat irgendeiner hat jetzt gerade die Lampe angeknipst. So. Er müsste ja dann auch schneller durchrauschen, ne? Wenn ich jetzt so vorspule, müsste der Zug gern sich auf eine höhere Geschwindigkeit fahren. Und da kommt er. So, da kommt der Zug. Da ist er. Dann wollen wir jetzt mal hier ganz kurz mieten. Kommt in Kürze an. Der wird, glaube ich, hier vor uns anhalten. So. Dann können wir dort einstellen. Oh, macht er sogar einen Motor aus. Müssen wir hier mal ein bisschen rumlenken, dass wir da zur Verladestation kommen. Wir brauchen den zweiten Anhänger. Da muss es rein. Also den müssen wir jetzt da drunter stellen. So, jetzt können wir mit R den Raps nehmen. Und dann geht's mit Vollgas. So schnell wie der Zug fahren will. Keine Leuchten hat er. 80 km/h in Richtung Kartenrand. Interessantes Symbol oben, ne? Dass es trotzdem Traktor ist. Wir können auch durchschalten hier, das geht auch. Keine Ahnung, kann ich hier irgendwas machen oder so? Hupen kann ich. Ne, 0. Oh. F. Okay, Licht ist nicht allzu viel. Nächstes Gerät, Kamerawahl wäre C. Ah, man kann sich auch rein. Oh, sehr schön. Das Innere eines Zuges habe ich auch noch nicht gesehen hier in dem Spiel, wie sie das machen. Sieht aber ganz gut aus. Tempomat, Abdeckung öffnen, Abdeckung öffnen. Oh, beim Abdeckung öffnen. Naja, macht ja nichts. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit aus dem Kartenrand rausfahren kann oder ob ich rausspringen muss. Das werden wir gleich erleben, was jetzt gleich passiert. Ich weiß auch nicht, ob er mich jetzt hier gleich denn, ob die Weiche jetzt so steht auf Abladen oder so. Nö, ich kann. Oh, nee, steht auf Abladen. Naja, hört man. Oh, da rauschen wir jetzt hier mit Vollgas durch. Ah ja. Möchten Sie jetzt zu den anderen Goldklasse? Ja, möchte ich ganz gerne. So.
Okay, Mietkosten Fahrzeugs abgezogen, 39 Euro. Jetzt wissen wir auch in etwa, was uns das kosten wird. Und wir haben 23.709 Euro Einnahmen durch unseren Raps gehabt. Das ist doch schon mal schön. Das sind doch schon mal richtig fette Summen. Die gefallen mir doch. So, und dann können wir hier jetzt erstmal das Licht ausmachen. So, und dann fahren wir jetzt wieder ganz in Ruhe in Richtung heimischen Hof. Und dann gucken wir, vielleicht finde ich doch noch einen Auftrag oder sowas, aber ja, 23.000 ist ja schon mal ganz gut mit Raps. Ich denke mal, da werden wir nächstes Jahr deutlich mehr Raps abliefern können. Mal gucken, wie viel wir kriegen. Also wenn ich jetzt wirklich beide Felder habe, also ich habe ja jetzt das, was ich auf dem einen kleinen Feld da hatte. 15.000 Einheiten gewesen. Ich denke mal, da kriegen wir hier auf dem großen Feld locker 60.000 Einheiten vielleicht runter. Na, vierfacher Fläche ist es nicht. Aber die dreifache Fläche wird sein. Also 45.000 Einheiten. Oder Liter halt, werden es werden. Und oh, das wären dann 60.000 Dollar. Das ist schon mal okay. Und von dem Feld dort erwarte, könnte ich dann Ähnliches erwarten. Schön. Gut, sieht schon mal toll aus. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken, wie es unseren Hühnern geht, ob die überhaupt Butter haben und sowas. Das wollte ich jetzt auch nochmal machen. Da bin ich nämlich gar nicht mal so weit im Bilde mehr, ob die noch Nahrungsmittel haben oder nicht. Aber ich denke, ja, sollte noch was da sein. Gesundheit 93%, Tiere, Nahrung sind 300 Tiere, sind mehr Tiere und wir haben 300 Nahrung. So, dann gucken wir doch mal, ob wir da bei den Tieren zum Verkauf haben wir nichts. Aber wir könnten theoretisch jetzt 100 Hühner für 9 verkaufen. Die sind ja schon einfach so dazu geboren worden. Hm. Wenn man die jetzt so verkaufen wollen würde. Was sind das hier jetzt hier? Wenn ich jetzt hier einfach. Ah ja, hier. Na, wenn ich die jetzt alle verkaufen würde, dann wäre auch ein bisschen Geld zu machen, aber mein Gott, das ist ja ein 2 Monate altes Huhn, brauchen wir jetzt nicht verkaufen. Das sind die, die wir gekauft haben, die sind 10 Monate alt. Da können wir mal gucken, ob da uns irgendwie, ob das irgendwie richtig Gewinn bringt oder so. Und was haben wir hier in den Eingang schon wieder? Ah ja, steht schon wieder ein bisschen was. So. Okay, so, dann haben wir hier Nahrung 4000 Liter, also auch nicht mehr voll. Naja, hier liegt auch nichts mehr davor, das heißt, da müssen wir vielleicht eventuell nochmal ein bisschen Nahrung erzeugen. Wolle haben wir jede Menge hier und Tiere haben wir auch 25. Aber ich glaube, die habe ich alle gekauft, ne? Wo ist denn hier dieses Tiermenü gewesen? Da. So, ne, die habe ich alle selber gekauft, ja. Ah, nö. Eins ist, ah nee, das ist das, was ich kaufen kann. So, und die habe ich für 488, glaube ich, sogar gekauft, ne, weil die 12 Monate alt sind. Und das sind 10 Monate, 8 Monate alte Viecher, okay. Also die haben auch noch keinen Gewinn gebracht, aber wenn ich da jetzt 20 Stück von verkaufe, dann, naja, wäre auch schon ein bisschen. Wir müssten noch 5 eigentlich neu sein, oder? Keine Ahnung, nee, sieht irgendwie nicht so aus. Warum steht da 20 drin? Ach, weil ich bei den Hühnern bis auf 20 hochgeklickt habe, ne, aber ja, wenn ich alle verkaufe, dann ja. Jetzt nicht so das Wichtige. So, wir wollen sie ja nicht verkaufen, wir wollen ja die Wolle haben. Wir wollen uns ja was. Ach, guck mal hier, wer da wieder steht. Familie Schneemann steht hier wieder. Ne, guck, hallo, guten Tag. Wo guckst du hier so rum? Hm? Hm. Naja, so, niedlich. Gut, aber wir haben jetzt nichts mehr, was wir in diesem Monat nichts verkaufen wollen würden. Wie sieht es beim Gras aus? Da hätten wir im Dezember den Höchstpreis. Das heißt, wenn ich jetzt doch ein paar Grasballen machen würde, könnte ich sie zumindest zum Höchstpreis verkaufen. Holz hätte auch einen Höchstpreis im März, okay. Heu wäre im Januar der Höchstpreis und Stroh ist auch im Januar der Höchstpreis. Da müssen wir hin. Aber Gras jetzt, das könnte man dann doch wirklich, dann könnte man wirklich mal eine Runde um unsere Felder drehen. Ohne den Dings dran und hinten den Ballenmacher dran und dann sammeln wir die Ballen ein mit dem Anhänger und schmeißen den einfach weg. Ich denke, da können wir uns noch ein bisschen Geld verdienen. Um unsere Felder drumherum. Und dann können wir noch 2-3 Ballen bei den Schafen legen, obwohl die haben eigentlich noch ausreichend über den Winter. So. Dann machen wir das jetzt auf 14. Aber komm, verdienen wir uns noch ein klein bisschen Geld damit. Wo ist denn der Dremel? Ah, da ist der. Gerade den. Schneidwerkzeug hier sucht hier. Arbeit ist ja hier ganz vorne dran. So, dann wollen wir loslegen.
So, beide Ani macht. Und dann werden wir hier mal gleich die Spur am Feldrand hochziehen. Ja, 1000 Liter sind 89 Euro. So, wenn wir jetzt so einen Ballen mal sehen, ich weiß gar nicht, wie viel da reingeht, aber es sieht aus wie 600 Liter oder so, oder 500 Liter. Zwei Ballen, also jeder Ballen so 40 Euro. Okay. Nehme ich mit. Nehmen wir mit. Haben wir zwar ein bisschen Arbeit mit, ein bisschen Lastmüll und dann mit dem Anhänger da hinterherfahren und das dann einladen und sowas, aber das kriegen wir schon hin. Stapeln muss ich die jetzt nicht auf dem Anhänger, da werde ich einfach so den Hänger vollschmeißen. Bisschen Geld im Dezember nochmal so verdienen durch Arbeit auch, ist auch nicht schlecht. Aufträge gibt es keine, die ich jetzt hätte machen wollen, also aktuell habe ich keine gesehen. Wir können aber nachher um Mittag oder zur Mittagszeit nochmal gucken. Vielleicht gibt es noch ein paar neue Aufträge, die uns dann eher zusagen und wo wir vielleicht eventuell auch ein bisschen was mit anfangen können. So, dann kommen wir hier ein bisschen näher ran. Ich glaube, den Raps abmähen kann ich so nicht. Ich bin mir nicht sicher. Weiß nicht, wie das die Feldfrucht drauf reagiert. Ich weiß noch nicht, was Ernte bei Ölrettich heißt. Aber Ölrettich könnte ich theoretisch auch ernten. Kann ich da eventuell das Blattwerk abschneiden? Kann da draus Silage machen? Weil aus den Rübenblättern hat man früher Silage gemacht. Ne? Das war sozusagen kein Abfallprodukt. Das wurde dann halt gesammelt und dann wurden dann damit Sauerfuttermieden angelegt. Das habe ich sogar selber noch gemacht. Ne? Also, muss ich auch sagen, wir hatten ja ein paar Schweinchen, ein paar Hühner auf dem Hof. Also 13 Schweine war das Maximum, was wir auf dem Hof hatten. Und 200 Hühner. Und da war ja, durchaus gegeben, dass wir über unseren eigenen, auch unserem eigenen Acker und Land ein bisschen was hatten, auch Rüben hatten. Und das Rübenkraut, das wurde dann extra auf dem Anhänger geladen und dann war eine Sauerfuttermiete, war halt eine Grube, also eine Miete im Erdreich, nicht Oberflur, keine Ahnung, wie man sie genannt hat, ist auch egal. Auf jeden Fall war es eine Grube da und die war halt mit Holz ausgekleidet, das Loch halt, und da wurde das rein und wurde das festgestampft und so weiter und so fort. Also gut, weiß ich nicht, wenn ich da als, wie alt war ich da, 10-jähriger Stifter drauf rumgerannt bin oder so, da ist da bestimmt nicht viel passiert, aber auf jeden Fall war das sozusagen das. Und ich bin immer hinten auf dem Hänger mitgefahren. Das ja, darf man jetzt auch keinem mehr erzählen, glaube ich. Dass ich hinten auf dem Anhänger sitzend mitgefahren bin, zwischen den ganzen Rübenblättern. Das fand ich ganz toll, dass man da auf dem Hänger mitfahren konnte. Das war da so mein persönliches Highlight an der ganzen Aktion, glaube ich so, ne? Dass ich da sozusagen genau so dort sitzen durfte. Hat schon Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt sind wir einmal über die Ecke hier vom Acker drüber gefahren. Passiert nichts mit dem Raps anscheinend. So, dann ziehen wir jetzt hier nochmal eine kleine Spur mit durch und dann werden wir dann hinten am Ende nochmal quer runterfahren und dann haben wir ja eigentlich schon jede Menge Ballen und dann werden wir hinten unseren, da wo die Bäume sind, in die Ballen noch mitnehmen, ein gutes, ja, Bäume mal waren, kann ich ja sagen, ich habe sie hier so fachmännisch wie möglich entfernt, mich da ja nicht, ne, und so, aber solange ich hier das Gras habe, dann kann ich das auch abnehmen und kann dann das eventuell zu Geld machen. Das hatte ich ja eh vor. Ich habe extra die kleinen Ballen genommen, damit ich das dann auch selber transportieren kann und nicht ewig große Ballen brauche. Wobei wir von der, sagen wir mal, fixen Idee bald die Abkehr machen werden und dann auch große Ballen machen. Wir haben die Ballen links da, diese Ballen Piekser. Das heißt also, wir können auch Ballen stapeln, das ist kein Problem. Und dann können wir auch große Ballen machen und die können wir auch dann auch wickeln und ähnliches und dann können wir da auch Silage machen.
Aber das steht erst an, wenn wir das Land dort hinten haben. Und dort dann die Äcker dann noch benutzen. Und dann werden wir dann in Richtung große Ballentechnik doch nochmal investieren. Das habe ich mir jetzt schon zumindest, habe ich mich innerlich auf darauf eingestellt, beziehungsweise mit mir selber das sozusagen abgeklärt, dass ich das jetzt ganz gerne so machen wollen würde. Auch wenn es entgegen dem ist, was ich gerne oder was ich mal irgendwann propagandiert habe. Aber ich glaube, es ist einfach von der Arbeitsweise her schneller, besser, und ich kann halt in Silageballen machen und muss dann nicht halt Ewigkeiten jetzt vielleicht eventuell noch ein Fahrsilo machen oder das mit einem Ladewagen abtransportieren. Das hätte ich eigentlich auch machen können. Ich hätte auch einen Ladewagen mal irgendwann kaufen können, und jetzt wäre ich jetzt hier mit dem Ladewagen in der Nähe von, hätte ich die Ballen gar nicht die ganze Zeit anfassen müssen. Wäre ja auch gegangen. So, jetzt sammle ich gerade Schilder hier. Mal gucken, wie viele Schilder man auf einem Rasenmäher sammeln kann. Sieht man ein drittes sich aus? Ah, es fällt in die falsche Richtung. Es fällt einfach in die falsche Richtung. So, da kommen wir noch ein Stoppschild. Also wie viele Schilder hier rumstehen, ne? Da können wir fast denken, man ist in Deutschland. Wo gab's denn das jetzt? Ich glaube in Garbsen, ja. In Garbsen nicht. Aber in der Nähe von Garbsen, in Hannover. Da gab's irgendwie bei, also ich weiß nicht, ob ihr die Sendung Extrabereich kennt. Da gab es so einen Beitrag über eine Straße, wo an jeder Parkbucht, die auch so groß wie ein LKW war, ein Schild dran stand nach dem Motto, hier dürfen keine LKWs parken. Weil sozusagen der Ortsbürgermeister oder der Stadtteil-Oberbürgermeister, keine Ahnung, wie auch immer man das da nennt, oder Ratsmitglied von dem Stadtteil, hat das wohl eingebracht, dass er das ganz gerne in seinem Bereich auch hätte da, und in einem anderen Stadtteil war das wohl schon so, und manchmal, ne? Ist die Politik schon witzig, wenn dann so das Beamtentum und das Beamtendasein so richtig zuschlägt. Dann gibt es schon ganz lustige Bierblüten, sagt man dazu, glaube ich. Wobei mir dieser Begriff auch immer ein bisschen merkwürdig ist, im Stilblicken. Im Übrigen, heute war Frauentag. Also jetzt an dem Tag, wo ich aufnehme, also für euch gestern, war der internationale Frauentag. Wie gesagt, das hatte ich irgendwo schon mal thematisiert. Wenn ihr da jemanden habt, der aus dem ehemaligen Ostblock oder aus Ostdeutschland stammt, die kennen den Tag sehr gut. Da freuen sich die Damen auch sehr darüber. Es ist, glaube ich, in Berlin sogar mittlerweile Feiertag. Also soweit hat es schon gereicht, dass man den Internationalen Frauentag auch zum Feiertag erhoben hat. Finde ich gut. Denn der Herrentag oder Männertag, oder wie auch immer das immer ist, also Christi Himmelfahrt, ist ja auch ein Feiertag, ein gesetzlicher. Von daher, und der auch noch deutschlandweit, gut, ist halt ein christlicher Feiertag. Da haben es die Gesetzgeber immer ein bisschen einfacher, den zum richtigen Feiertag zu erheben, irgendwie anscheinend. Oder es fällt ihnen auch schwerer, solche Feiertage dann wegzunehmen. Finde ich auch gut. Ich bin um jeden Feiertag, ne, den ich kriegen kann, freue ich mich. Denn an Feiertagen kann ich feiern. Muss ich nicht zur Arbeit. Und das ist ein Zustand, den ich sehr mag. Nicht zur Arbeit müssen. Aber was anderes. Und deswegen, also ich hätte nichts dagegen, wenn auch hier in meinem Bundesland der Feiertag oder der Weltfrauentag oder internationale Frauentag zum Feiertag erhoben worden würde. Dann hätte ich nämlich Anfang Mai nochmal einen Feiertag. Anfang März. Jedes Jahr 8. März frei haben. Wäre doch cool, oder? So auf dem Weg, auf dem halben Weg zu Ostern. Ja, mit ein bisschen Pech hat man, dass man kann Ostern so früh sein, dass es sogar in die zweite Märzwoche fällt? Ich glaube nicht, ne? Da irgendwie ein paar Tage nach dem zweiten Vollmond des Jahres. Oder so. Oder dritten? Ne, zweiten, ne? Oder zweite Vollmond des Jahres war es. Na, ist auch egal.
wann immer Ostern ist. Da gibt es ja eine feste Regel. Deswegen die anderen Feiertage denn dahinter sich ja auch variieren, weil die mit Ostern zusammenhängen. Also Christi Himmelfahrt ist ja so und so viele Tage nach Ostern und Pfingsten sind wieder noch ein paar Tage danach. Glaube ich, so rum ist das, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Weiß ich gar nicht, wie viele Tage. Da gibt es, also, weiß nicht, ob das 60 Tage waren oder 40 Tage. 40 Tage? Keine Ahnung. Wie gesagt, irgendwas war da. Auf jeden Fall hat das einen festen Turnus und das hängt mit den Mondphasen am Jahresanfang zusammen. Danach wird das entschieden, wann da welcher Feiertag ist. Gut, dann ist es halt so. Das Gute an der Sache ist, dass die Himmelfahrt immer ein Donnerstag ist. Also da kann es uns nicht passieren, dass dieser Tag mal, ne, Wochenende fällt. So wie der 1. Mai dieses Jahr. Den haben wir ja dieses Jahr wunderbar auf den Sonntag. Da haben wir nicht viel von. Oder letztes Jahr war ja im Oktober ganz schlimm. Ne? Da hat man jetzt extra den 31. schon wieder eingeführt, der Feiertag. Aber da war der 3. schon auf dem Wochenende und, oh Wunder, der 31. auch. Das mag einfach daran liegen, dass da genau 28 Tage dazwischen liegen. Zwischen den 3. und 31. Oktober. Oh Wunder. Naja. Okay, das oh, nee, ich will wieder vorwärts fahren. Ja, ein bisschen guck, da Kackschiff sind da schon runter, ne? Sieht immer so ein bisschen aus wie ein Kackschiff. Naja, gut. Reden wir lieber nicht drüber, wie das aussieht. Gut, aber dann haben wir heute zumindest für 25.000 oder sowas. Ich bloß noch 23.000 im Konto. Was passiert? Oder habe ich bloß für 23.000? Ich habe so 23.000 im Konto, nicht für 25. Ja, liegt der Fehler im Gedanken. Raps verkauft. Wir sind mit der Bahn gefahren, auch schön. Die erste Fahrt mit der Bahn, die wir selber, also auch als Lokführer gemacht haben. Das ist ja auch immer was Schönes. So, und man gibt ja viele, die wünschen sich Lokführer werden zu können oder zu wollen bei der Bahn. Ich muss sagen, ich hätte auch nichts gegen den Job. Lokführer. Aber da, ja, nee, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich das. Doch, nö, eigentlich doch, nö, würde ich machen. Also wenn man es mir anbieten würde, Lokführer, würde ich wahrscheinlich auch noch machen. Gut. Ich werde dann anfangen, die Ballen zu sammeln und aufzulesen und ähnliches. Ich denke, wir werden uns dabei sehen. Wie ich das mache und ja, die beiden Ballen, die bringe ich jetzt erstmal oben zum Schafstall hin und lege die da schon mal ab. Und dann werden wir den Hänger vollschmeißen mit den ganzen Ballen, die wir jetzt hier fertig gemacht haben. Vielleicht mähe ich da oben auch noch die Fläche. Wow. Die Sprungschanzen hier. Die hier oben die freien Flächen noch einmal mitnehmen und dann die zwei Ballen, die dann dabei überbleiben, wieder hier wunderschön den Schafen. Oh. Das war ja jetzt gar nicht mal so praktisch. Da haben wir uns ein bisschen die Frontscheibe kaputt gemacht. So. Ich glaube X. Nee. GZ. Etwas. Zack. Und dann liegen sie hier draußen. So. Bring mal raus und schmeißen die jetzt erstmal nochmal den Schafen hier. So. Zack. Und kann denn, wenn kein Heu mehr da ist, glaube ich, wird das denn genommen oder so? Kann sein, ne? Oder? Nee, wurde schon genommen. 4500 Liter. Das ist wieder voll aus. War gerade so. Anfänglich leer. Alles klar. Gut, dann waren wir ja zur richtigen Zeit hier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.